die wohl schönste Pilea peperomioides, die ich bis heute tatsächlich gesehen habe oder jetzt sehe in dem Sinne, wunderschön kompakt und dicht gewachsen. Ja, und wie das Ganze vonstatten gegangen ist, beziehungsweise wieso das so aussieht, wie es jetzt aussieht, das zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss. Es ist nämlich eine richtig coole Sache, wie hübsch das Schätzchen hier ist und wieso die Blätter so klein sind. Auch das werden wir gleich sehen. Ja, das ist schon eine coole Sache mit den Pileas, was alles so möglich ist. Insbesondere auch hier unser Stämmchen. Auch das wunderschön gewachsen. So, okay, ich will euch hier Folter spannen. Dann sehen wir jetzt, wieso, weshalb, warum das Schätzchen hier so gewachsen ist. Wir starten heute mit den Pilea peperomioides. So, wir sehen jetzt hier im Bilde, ja, die Pileas. So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. So, diese beiden Schätzchen wachsen hier im Haus. Wir hatten vor geraumer Zeit schon mal einiges gemacht mit den Kandidaten hier. Den hatten wir umgepflanzt, bei dem. Den hatten wir auch umgepflanzt, aber nur einen etwas größeren Topf. Und er hat einen wesentlich größeren Topf bekommen. Nicht, sondern er kam ja aus der Selbstbewässerung und dort waren im unteren Bereich die Wurzeln alle nicht so gut gewachsen. Er war tatsächlich auch überdüngt gewesen. Das hat alles nicht so gut funktioniert. Deswegen steht er jetzt hier erstmal im Tontopf. Ja, ich gehe davon aus, dass sie also nicht so tiefe Wurzeln machen möchten. So, und dann schauen wir uns jetzt den Kandidaten im Vergleich an. Der wächst nämlich draußen, beziehungsweise wuchs. Er steht jetzt drin, dass man mal den Habitusunterschied sehen kann, von drin zu draußen. Nur er muss jetzt rein, weil es wird nachts zu kalt. Das mag er jetzt nämlich gar nicht mehr. Ich werde hier in dem Zuge jetzt die Blätter entfernen im unteren Bereich, dass wir dann mal den kompletten Habitus der Pflanze sehen können. Denn hier innen drin, sie ist jetzt schon richtig alles kräftig grün gewachsen. Ja, so können wir den Unterschied mal sehen, ne? Von draußen zu drinnen. Nur wie gesagt, sie leidet jetzt draußen langsam, weil es nachts einfach zu kalt wird, ne? Und von daher bleibt er jetzt drin. Ich werde aber definitiv im nächsten Jahr wieder welche nach draußen stellen. Denn wie wir sehen, sie wachsen wunderbar. Das war jetzt so ein Versuchsprojekt, einfach mal zu gucken, wie das denn so läuft draußen. Es läuft mega cool. Der stand allerdings in der Sonne. Das hat ihm nicht ganz so gut gefallen, aber ich wollte trotzdem wissen, wie es dann dementsprechend funktioniert. Ich würde sagen, einigermaßen, aber besser wächst er tatsächlich, wenn er absonnig steht, also nicht in der prallen Sonne. Denn da müssen die Pflanzen, sogar die Blätter, sehr viel Wasser transportieren, nach außen auch. Und dann hast du halt diese Punktierung drin, weil da wird so viel Wasser rausgepresst aus den Blättern dann für die Kühlung dementsprechend. Ne? Und von daher ist das nicht so gut. Die mögen es dann doch lieber absonnig stehen. In dem Sinne. So, jetzt habe ich hier so viel auf einmal, was ich machen wollte. Pass mal auf, wo fangen wir jetzt an? Wo fangen wir an? Pass mal auf. Ich würde sagen, wir fangen tatsächlich mit dem Schätzchen an hier. So, der ist also auch sehr stabil und kompakt, ne? Also richtig feste, kräftige Pflanze. Währenddessen diese hier eher langstielig wachsen. Auch coole Sache, ganz klar. Auch hier dementsprechend als Bäumchen, kannst du gar nicht sehen. Das läuft schon mal ganz gut soweit, ne? Aber ne, der Unterschied ist dann doch tatsächlich jetzt richtig ersichtlich in dem Sinne. Okay, also, wir werden jetzt hier die Blätter entfernen. Jetzt muss ich allerdings hinten anfangen, da kannst du natürlich nicht so viel sehen. Das sieht nämlich mega interessant aus, muss ich sagen. Pass mal auf. Wir fangen jetzt einfach an. Wo schmeiße ich euch denn jetzt hin? Kommt auf den Fußboden, muss gleich wegräumen. Ist ja auch nicht so wild. Ne? Das ist schon sehr interessant zu sehen dann gleich, wie kompakt das Ganze wächst. Das ist schon der Hammer. Ne? Auch die Blätter richtig schön kräftig. Übrigens, die kannst du im Wasser bewurzeln, die Blätter. Aber mehr nicht. Da wachsen die Pflanzen raus. Ne? Das mal kurz am Rande mitgenommen. Wir wissen das zwar schon, aber ich erwähne es dann jetzt, weil es ja jetzt hier um die Pilea peperomioides geht. Vielleicht kann man es jetzt langsam erkennen. Das ist schon eine interessante Wuchserscheinung, muss ich sagen. Ne? Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier unten keine Blätter abschneide. So, pass mal auf. Dann drehe ich den Kandidaten jetzt mal ein bisschen. Aufpassen, damit die Blätter nicht platt trete. Oh, das ist aber auch heftig. Heftig, heftig gewachsen. Alter Schwede. So, pass auf. Den Rest nehme ich mal just alleine weg oder machen wir es doch zusammen? Ne, ich mache es just alleine. Komm, weil ich muss hier unten nochmal richtig reinkommen. Das dauert einen Moment. Von daher, ja, also ist auf jeden Fall richtig cool, muss ich sagen. Ich kann noch mal ein bisschen drehen eben, dann sieht man schon mal so ein bisschen was, ne? Alter, das sieht schon genial aus, ne?
viele, viele, fast unzählige kleine Babys wachsen hier raus. Sehr kompakt, sehr dicht und sehr kräftiges Grün. Die standen ja absonnig, bedingt, weil die Mutter halt die großen Blätter hatte. Also da sieht man schon, dass sie also absonnig tatsächlich besser wachsen. So unterschiedlich ist die Wuchsform. Ne? Das ist schon interessant anzusehen. Jetzt haben wir hier eine kleine, kompakte Pflanze. Hätte ich euch gar nicht gezeigt, dass ich hier die Blätter abgeschnitten habe. Ne? Könnte man denken, das würde immer so aussehen. So ist das. Ne? So, im Gegenzug diese hier halt ne, kräftig. Oh, die ist auch mastig. Ich glaube, ich werde auch, ja, ich mache es jetzt einfach mal. Pass mal auf. Ich werde hier auch mal die unteren Blätter alle abnehmen. Ach, guck mal, das geht ja relativ einfach. Das hat sich durch Zufall jetzt ergeben, weil ich ein Blatt in der Hand hatte. Einfach leicht seitlich wegziehen und dann kannst du die Blätter einfach so abmachen. So einfach ist das. Dann mache ich das jetzt einfach mal. Denn das gefällt mir nicht so als Busch gewachsen in dem Sinne. Ist aber auch hier ganz klarer Fall Geschmackssache, ne, logischerweise. Aber ich möchte sie dann doch lieber so wachsen lassen, als Stämmchen. Denn das sieht mega cool aus, finde ich. Und von daher, so, von daher. Wo machen wir jetzt weiter? Jetzt habe ich die Blätter, warte mal, die schmeiße ich mal eben hier hin. Wir haben ja noch eine. Noch eine. Moment. Jetzt sehen wir die Mutter. Die Mutter aller Kinder, die wir jetzt hier haben, die mittlerweile auch schon relativ groß sind teilweise. Das Bäumchen ist schon schön, ne? Das sieht schon genial aus. So, pass mal auf. Da ist sie. So, das war nämlich das Schätzchen in der Selbstbewässerung. So kann man sich manchmal vertun. Ist mega cool gewachsen. Also sie war also drauf und dran tatsächlich kaputt zu gehen damals. Hatte ja auch nicht mehr sehr viele Wurzeln gehabt, als wir sie rausgeholt haben. Aber was soll ich sagen? Sie hat sich richtig gut erholt. Sieht mega hübsch aus. Hier kommen auch lauter kleine neue Blättchen. Das sind so rötliche, feine Austriebe. Ich denke, das kann man so schon sehen. Ja, also das ist eine coole Sache. Hier haben wir das Ganze dann komplett anders gehandhabt. Wir haben hier einfach Löcher reingebohrt in den Topf. Ne? Ein Airport gemacht im Prinzip, damit hier mehr Luftzirkulation ist. Und interessanterweise, ich habe das beobachtet aber noch längere Zeit, also Untersetzer ist trocken, ne? Richtig trocken. Da ist also keine Feuchtigkeit mehr gegeben. Die Substratoberfläche, die ist tatsächlich noch feucht. Ne? Also nicht abgetrocknet in dem Sinne, sonst wäre die wesentlich heller. Das mal interessant so mitzunehmen. Es könnte sein, rein theoretisch, dass hier durch diese kleinen Löcher Luft durchdringt und die Luft nach oben strömt in dem Sinne. Könnte sein, ist jetzt eine Theorie. Ne? Und dadurch halt der Wasserhaushalt hier im Substrat komplett mehr oder weniger gleichmäßig ist. Ne? Also nicht unten ganz nass und oben trocken, sondern bedingt dadurch, dass die Luft hier durch kann durch das Substrat, die Feuchtigkeit wahrscheinlich auch mitgezogen wird in dem Sinne, dass dann dementsprechend das Substrat gleichmäßig feucht ist. Ist jetzt noch eine Theorie, werden wir auf jeden Fall im Laufe der Zeit gemeinsam mit beobachten. Oh, das ist auch eine ganz hübsche, ne? Eine ganz hübsche ist das, unsere Mutti hier. So, siehst du wohl, hat auch wunderschöne Blätter jetzt wieder, schönes, dunkles, kräftiges Grün. Die werden alle bei ca. 500 Mikrosiemens gedüngt. Ich hatte sie teilweise damals bei 1000 auch gedüngt. Das war dann nicht so der Burner, aber bei 500 ist vollkommen ausreichend. Vollkommen, da sind die sehr genügsam. So, Schätzelein, mal gucken, wie du dich noch weiterentwickelst. So, und jetzt haben wir ja, wer den Film gesehen hat, ne, rausgenommen. Der hat ja auch unten ganz viele Babys gehabt und die haben wir abgenommen. Und da stand im Raum die Frage, was machen wir damit? Welche Experimente können wir damit machen? Weil ich möchte mir jetzt auch nicht 100 Pilea peperomioides hier ins Haus stellen. Aber zum Experimentieren wollte ich sie dann doch behalten. Und ich würde sagen, eins gehen wir heute gemeinsam an. Ganz einfach, weil es interessant ist. Ne? Ganz einfach, weil es interessant ist. Aber ich stimme eben kurz STR. Bisschen heller. Dass wir das vielleicht noch mal besser sehen können, hier die kleinen Blättchen, die da sind, diese rötlichen. Ja, kann man so ein bisschen was sehen? Ich hoffe mal. Oh, ja, doch, guck mal. Ne? Also, sie ist wieder im Wachstum und ihr geht es also richtig gut. Okay. Da sagt er, okay, wir sind noch gar nicht okay. Das habe ich nämlich jetzt noch vergessen. Die Pilea, die dahinter steht, die wächst ja wesentlich kräftiger. Mastiger möchte ich fast auch sagen. Bei der ist es so, die steht am hellen Fenster, also nicht unter Zusatzbeleuchtung, während diese hier unter Zusatzbeleuchtung steht. Ne?
Die hat einen wunderschön kräftigen, dicken Stamm. Die wabbelt auch nicht rum oder so. Die hat also auch nicht lastig. Die ist richtig kerzengerade. Möchte sie weiter nach oben streben. Aber das Schätzchen hier, was so am hellen Fenster steht, gut, Licht wird jetzt auch weniger, dürfen wir nicht vergessen. Ne? Die Tage werden kürzer. Also das ist schon, ja, die ist mastig gewachsen, muss ich sagen. Und hat also unheimlich Gewicht hier oben drauf. Das ist schon ziemlich heftig, dass man auch da den Unterschied mal sehen kann. Ne? Also, ja. Auf jeden Fall wachsen sie. Ich wollte es nur mal gezeigt haben, wie der Unterschied so gegeben ist. Ne? Viel zu erklären gibt es da bald auch nicht mehr. Es ist nur mal so, sie wachsen hier und sie wachsen da und sie wachsen dort, sie wachsen eigentlich überall. Aber doch schon unterschiedlich. Ne? Von daher, okay. So, dann starten wir einfach einen Versuch. Ne? Hör auf, hier haben wir die Schätzchen. Sie stehen auch wie vor, ja, liegen mehr oder weniger im Untersetzer, kriegen ab und zu einen ganz kleinen Schluck Wasser rein, ohne Nährstoffe. Einfach nur, damit wir sie am Leben erhalten. Hier haben sich auch schon neue Wurzeln ausgebildet tatsächlich. Im oberen Bereich ist jetzt mit der kräftigste. Nehmen wir den mal raus hier. Ja, also ist schon eine coole Sache. Ne? Hier siehst du wirklich wunderschön, wie die Wurzeln wieder sich neu entwickeln. Die unteren sind aber noch fest. So, pass mal auf, jetzt. Da muss ich mir die Finger dreckig machen. Jetzt nehmen wir tatsächlich Holzkohle. Ich habe sie jetzt auf welcher Größe, das sind, was mag das sein, hier 3-4 cm ungefähr klein gemacht. Füllen wir jetzt erstmal ein bisschen was rein hier. Wie gesagt, das ist einfach nur just for fun. Wir haben ja auch eine Orchidee tatsächlich in Holzkohle, aber da läuft das einfacher, denn die haben ja mehr oder weniger Lufthaft Wurzeln, die Feuchtigkeit aufnehmen. Das ist bei einer Pflanze natürlich ein bisschen anders. Ne? So. Von daher müssen wir noch irgendwas anderes machen, denn ich glaube nicht, dass... Aber der Versuch macht klug, ne? Glauben heißt nicht wissen. Pass mal auf. Ich setze jetzt einfach mal hier rein. So. Okay. Dann fülle ich den Rest jetzt auf hier. Nun ist aber so, dass die Holzkohle trocken ist. Das ist natürlich nicht von Vorteil, ne? Das ist nicht von Vorteil. Aber wie gesagt, wir machen es jetzt einfach mal und sehen dann, was tatsächlich passiert hier. So, jetzt müssen wir allerdings, wie gesagt, jetzt haben wir große Hohlräume auch, ne? Müssen wir schon ein bisschen Substrat mit draufpacken, dass, ja, wie soll ich sagen, dass hier nicht zu viel Luft drin ist, ne? Weil sonst wird die Kohle ja nie im Leben feucht und dann läuft das auch nicht. So, bleibst du da? Ja, du bleibst da, wunderbar. Okay, das heißt, wir machen jetzt ein bisschen von dem Substrat hier drauf. Ich bin echt gespannt, ob das so funktionieren kann, wa? Das ist natürlich die Frage auch, ja, wie gießt man dann, wie düngt man dann, ne? Keine Ahnung, das sehen wir dann später mal, wenn es denn überhaupt funktioniert, ne? So, aber zu viel auch nicht. Ich will jetzt auch nicht alle Hohlräume zumachen hier. So, pass mal auf, das sollte schon ausreichen. Das ist wenigstens im oberen Bereich so ein bisschen, oder sollten wir es doch komplett ein bisschen rütteln und schütteln. Und jetzt kommt er nach oben hier, weil der so leicht ist, ne? Ja, okay. Also ich weiß auch selber noch nicht, was ich hier mache. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur ein Versuch, ne? Um mal zu gucken, inwieweit das funktionieren könnte. So, okay. Dann nehmen wir das Ganze hier mit Nährstoffen jetzt dieses Mal auch und spülen erstmal ein bisschen was durch hier. Das Schöne ist ja bei dem Substrat selber, wenn das nass ist, das haftet ja, ne? Also das rieselt dann nicht mehr. Also von daher sollte das eigentlich funktionieren. Aber okay, wir müssen ihn allerdings jetzt erstmal im Anstau halten. Eine gewisse Zeit, würde ich sagen. Im unteren Bereich sind die Wurzeln ja sowieso nicht, ne? Von daher ist das nicht so schlimm. Damit die Holzkohle so ein bisschen Wasser tanken kann, ne? Saugen kann. Okay, ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Und dann gucken wir mal, wie wir mit der Geschichte weiter fortfahren. In dem Sinne, spätestens können wir reagieren, wenn die Substratoberfläche hier, also das mineralische Substrat, trocken wird. Dann wird das ja hell, dann sieht man das ja. Und dann muss er halt mal abwägen, gucken, ne, was wiegt das und inwieweit ist innen drin noch Feuchtigkeit genug gegeben. Aber das ist jetzt auch eine Sache von Beobachtung, ne? Ganz klarer Fall. Okay, dann haben wir das tatsächlich erstmal gestartet. Mal gucken, was wir bei den anderen Babys noch machen. Also die können hier noch eine Zeit lang drin liegen bleiben im Untersetzer, ne? Ab und zu mal Schluck Wasser mit bei und dann ist gut, ne? Aber hier noch nicht mit Nährstoffen, denn das Ganze, das kann dann ganz schnell umkippen. Wenn es mal zu trocken wird, dann ist die Salzkonzentration so hoch und dann gehen die Wurzeln putt und dann war es das. Deswegen lieber nur Wasser nehmen, auch kein Leitungswasser, sondern reines Wasser tatsächlich. Ja, okay, dann regen wir sie auch zur Bewurzelung an schon mal. Ja, ich bin mal gespannt, was damit sich jetzt
ergeben wird im Laufe der Zeit natürlicherweise. Ne? Und vor allen Dingen, was man davon vielleicht später nochmal abwandeln kann. Ne? Wissen wir alle noch nicht, von daher auch hier Versuch, macht klug. Okay. So, jetzt mal gerade noch was aufgefallen. Und zwar haben wir jetzt hier, wo die Blätter alle abgeschnitten haben, lauter Tränen drauf. Ne? Das müssen wir ein bisschen abspülen, denn wenn das jetzt hier runterläuft an den Blättern, hast du hinterher lauter Flecken dran. Und von daher werde ich das einmal kurz ein bisschen abspülen und gegebenenfalls nachher nochmal wiederholen. Wie gesagt, damit uns hier nicht so hässliche Flecken entstehen. Das sieht dann nämlich nicht so schick aus. Ne? So, allerdings muss man darauf achten, dass es relativ schnell wieder abtrocknet, damit uns dort nichts passiert, kein Schimmel oder dergleichen, von daher. Ne? Okay, so, also das ist schon eine interessante Geschichte hier mit dem Peperomia, wollte ich gerade sagen, nicht, sondern mit dem Pilea Peperomioides. Ja, so, mal gucken, was wir mitmachen. Wir lassen sie erstmal hier wachsen, ganz klarer Fall. Dann können wir auch beobachten, wie sie sich dann jetzt wachstumstechnisch verhält. Ich hoffe, dass ich sie bis zum Frühjahr durchkriege, dass sie nicht zu dolle schießt. Dass wir sie dann im Frühjahr wieder nach draußen bringen können. Und dann werde ich sie allerdings nicht mehr in die Sonne ballern, sondern dann kann sie also tatsächlich irgendwo ein bisschen absonnig stehen. Ist jetzt gerade mit dem Licht nicht ganz so einfach, aber ich zeige es trotzdem. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja einigermaßen hin. Ich wollte mir ganz kurz mal das Sphagnummus zeigen. Gut, jetzt ein bisschen überbelichtet. Nachdem wir es gespült haben, kräftig grün. Auch hier die Variante, auch kräftig grün. Das hat wunderbar funktioniert. So, und hier haben wir auch jetzt die Peperomia Raindrop Variegata. Da hat sich was ganz Interessantes gezeigt, abgesehen davon, dass die Blätter sich nach unten richten. Kann man es hier erkennen? Ja, guck mal, hier ist so ein Rotanteil tatsächlich jetzt mit drin. Also der ist das definitiv zu viel. Die werde ich dann auch wieder wegstellen. Und hier steht dann jetzt die Pilea Peperomioides, versuchsmäßig einfach mal. Jetzt wurde ich gerade unterbrochen. Meine Frau ist wieder zu Hause. Yippie-ja-jo. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Wir haben knapp 1800, 1900 Lux. Ja, das ist also für die Peperomia tatsächlich viel zu viel. Ich mache mal an die Seite. Display ein bisschen drehen. Also das ist schon interessant, ne? Wie Pflanzen reagieren, wenn die zu viel Licht bekommen. Das heißt, also ich werde sie wieder woanders hinstellen. Tja, so kann das gehen, ne? Hier steht auch noch eine Pilea, die hatte ich noch gar nicht gezeigt. Der geht relativ gut, abgesehen davon, dass er so gewellte Blätter hat. Also ein wunderschönes, kräftiges Grün. Das läuft soweit ganz gut. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es an der Temperatur liegt. Also die andere draußen, die wir gesehen haben, die steht ja recht kühl oder stand in dem Sinne. Und die hat richtig coole Blätter ausgebildet. Und diese hier halt, ne? Nachts wie tags warm. Vielleicht ist das tatsächlich so. Ich gehe fast davon aus. Mal gucken, ob wir das im Laufe der Zeit noch rausbekommen. Ja, siehst du wohl. Und hier ist unsere, wie heißt sie noch? Syngonium Confetti Tricolor. Ups, bekommt jetzt ein neues Blättchen. Mal gucken, wie das dann ausschaut. Ach so, warte mal. Wir könnten eigentlich mal kurz bei der Holzkohle, bei der Orchidee vorbeigucken. Ja, die Orchidee in der Holzkohle. Man mag es nicht glauben, der geht es richtig gut. Das ist das neue Blatt, was jetzt rausgewachsen ist hier. Steht überhaupt scharf? So, ne? Warte auf, ich hole ihn jetzt mal raus hier, dass wir uns das mal ansehen können mit der Holzkohle, wie das aussieht. So, da sehen wir eine Wurzel. Ich drehe das mal. Da sehen wir Wurzelwachstum. Also soweit ist das ganz gut. Ja, Feuchtigkeit wird halt durch den Docht gesogen, ne? Also die Holzkohle selber ist gar nicht nass in dem Sinne. Ja, also das ist sehr interessant, muss ich sagen. Hier wachsen auch neue Wurzeln raus. Kann man das sehen? Doch, kann man, ne? Da wachsen auch neue Wurzeln hinterher. Also das klappt soweit ganz gut, muss ich sagen. Ja, okay, dass wir mal gesehen haben, wie das jetzt momentan aussieht. Also bis jetzt würde ich sagen, läuft das ganz gut, ne? So, mal gucken, ob wir das so nochmal hinbekommen. Ich ziehe das nochmal raus hier. Hier dürfte ich mich auch wieder Wasser reinfüllen. Da steht nicht mehr viel unten drin. Also das, die meiste Versorgung ist tatsächlich über die Luftfeuchtigkeit. Ne?
Also das ist schon mal eine interessante Geschichte, dass das soweit ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Ja, okay, also ne, es kann ja auch mal sein, dass was von Anhieb auf Anhieb klappt, auch wenn es ein Versuch ist in dem Sinne. Unsere Pilea hier als Stämmchen, also ich finde die mega schön. Richtig cool. Vor allem mal gucken, wie sie weiterentwickeln. Wie alles andere auch. So, übrigens, die Orchidee wird also nicht eingesprüht, ne? Auch nicht die Substratoberfläche, wollte ich gerade sagen, die Kohle wird auch nicht nass gemacht. Das bleibt so stehen, wie das ist. Das Wasser wird nach oben gesogen, verdunstet da drin und ne, dementsprechend wird sie mit Feuchtigkeit versorgt an den Wurzeln. Mehr machen wir hier nicht, außer ab und zu mit Orchidspray sprühen. Allerdings habe ich das hier erst, glaube ich, ein einziges Mal gemacht oder zweimal vielleicht. Denn wenn wir kein großartiges Wachstum haben, brauchen wir auch gar nicht so viel anwenden von dem Zeug. Ne? Auch da sind wir lieber vorsichtiger. Und wir sehen, also die Pflanze ist kräftig grün. Also da auch ein bisschen vorsichtig mit dem Düngen sein dementsprechend. Auch mit dem Orchidspray. Okay, was machen wir jetzt mit den anderen Pileas, die wir jetzt noch haben? Also ich würde sagen, da ich davon ausgehe, dass es eher Flachwurzler sind, also sie in der Tiefe keine Feuchtigkeit mögen, die Wurzeln, dass wir dazu übergehen, sie doch in eine Schale zu pflanzen. Ich glaube, das machen wir jetzt noch. Genau, dann habe ich da später vielleicht auch mal Gewissheit, ob das dann tatsächlich so ist. Denn wir haben ja noch ich wollte sie eigentlich geholt haben, jetzt habe ich vergessen, die Mosaikpflanze. Ich zeige sie mal kurz. Dann sind wir mal ganz kurz hier, aber auch nur ganz kurz. Ne? Ich wollte einfach mal gezeigt haben, wie die Mosaikpflanze jetzt steht. Oh, die Sachen, die entwickeln sich so herrlich. So, da steht sie. Da steht sie mit dem Frauenschuh, der übrigens in diesem Hydro, Granulat steht, ein Tongranulat. Aber hier muss man wissen, du weißt es, ne? Genau, auch das Substrat muss man öfter spülen, bevor man es anwendet, denn dort wird auch einiges ausgeschieden, abgegeben in dem Sinne. So, das ist jetzt die Mosaikpflanze hier in der Schale. Und seitdem wir sie in der Schale haben, wächst sie also wirklich richtig gut. Auch hier. Das ist so ein Do-it-yourself. Selbstbewässerungskasten, den habe ich mal geschenkt bekommen. Ja, also das läuft richtig gut. Auch hier bin ich davon ausgegangen damals, dass es eher Flachwurzler sind. Ne? Und wie gesagt, seitdem wachsen die also richtig gut. Ja, okay, also dann pflanzen wir die jetzt auch um. Die Pilea. So, dann starten wir das Projekt. Sind wir gespannt, wie das dann läuft. Auch hier werden wir das mit der Holzkohle auf jeden Fall austesten. Hier packen wir jetzt aber nicht überwiegend Holzkohle rein, sondern ich werde unten eine Schicht einfach reinlegen. Das kann auch gröbere Stücke dann sein. Das ist dann wurscht. Einfach mal um zu gucken, so dass es halt so bedeckt ist. Ne? Das sollte ausreichend sein. Auch das ein Experiment, ganz klarer Fall. So, dann kommen wir zum Einpflanzen. Das sollte eigentlich relativ flott gehen, wenn ich jetzt wüsste, wohin damit. Kommst du wieder runter hier? Das ist übrigens Buchenholzkohle. Ne? So, okay, pass mal auf, dann streuen wir erstmal ein bisschen was drüber, würde ich sagen. Ich habe damals mal, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, habe ich mal eine Grillstelle gehabt, also nicht Grillstelle, sondern eine Stelle, wo ich immer die Holzkohle hingekippt habe nach dem Grillen, als ich damals den Hof gebaut habe, im Prinzip damals, ja genau, als ich den Weg dort gestaltet habe, wo ich gewohnt habe, in Naturstein alles, in Granit, nicht Granit, Basalt. Ja, wie gesagt, da hatte ich so eine Stelle, da konnte ich noch nicht hinpflanzen und so, und da habe ich dann immer ne, den Rest einfach hingekippt vom Grillen, also die restliche Kohle, die dann übrig war. Und da habe ich dann später, nachdem Erde drin war, habe ich dort einen Buchsbaum drauf gepflanzt. Und der ist, ich muss lügen, ich würde sagen, 50 Mal besser gewachsen als alle anderen. Definitiv. Also, ne, von daher ist das schon mal eine sehr interessante Sache. Also, ich muss gerade mal gucken, wie wir das jetzt machen hier. Lass mal auf, wir haben 1, 2, ein paar kleine, 3, 4, 5, 6. Ich will es jetzt aber auch nicht so ordentlich haben. Lass mal auf. Und den erstmal hier rein. So, der kommt dahin. Müssen wir natürlich ein bisschen flott machen, ne? Damit die uns hier nicht abtrocknen, die Wurzeln. Auch immer schön zu sehen, dass man die also so lagern kann eine Zeit lang, ne? Vielleicht sollte ich mal die ohrenlangen Blätter abmachen hier. Ich sage es dir. So, ich wollte es nicht gerade pflanzen, weil das sieht immer so ein bisschen komisch aus, wenn das so in der Reihe steht, ne? Das sieht dann immer so ein bisschen komisch aus. So, pass mal auf.
Ich werde einfach mal ein bisschen schon mal angießen hier, weil das ist mir doch jetzt so riskant. Das Substrat ist ganz trocken. Ja, da müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Denn das sind Saugwurzeln und wenn die trocken sind, dann ist nicht so gut. Ne? Gießen wir mal einen Schluck drüber, dann ist das soweit schon mal okay. So, dann kommen wir zu den nächsten. So, pass mal auf, dann setzen wir dich so hin hier. Eigentlich ist es auch egal, wie man sie hinsetzt, ne? Eigentlich, ne? Okay, so. Ich werde nachher ein paar Blättchen abmachen, glaube ich. Ich glaube es fast. So, pass mal auf, dann setzen wir dich mal spontan. Wie haben wir jetzt noch? Zwei haben wir noch. Den ein bisschen zurück. Ne? Also nicht so in der, ich drehe es mal so, nicht lang so in der Reihe, ne? Sondern so ein bisschen versetzt setzen das Ganze auch in der Reihe. Ne? Dann sieht das später ein bisschen interessanter aus. So. Dann können Sie auch schräg reinlegen und hast du nicht gesehen. Ne? Ach so, da fällt mir noch was ganz Wichtiges ein. Und zwar, das sollten wir auch noch mal ausprobieren, damit ihr sehen könnt, wie das funktioniert. Und zwar mit der Vermehrung. Wie kriege ich das? Ich mache das mal eben fertig. Denn wenn du jetzt eine größere Pflanze schon hast so, und weißt nicht, was du damit machen sollst und das halt lang gewachsen ist auch schon, kannst du nämlich da Dingen einfach flach einpflanzen, also die ganze Stange im Prinzip. Oh, Akkus gleich alle. Und wir müssen es machen. Da kannst du erzählen, so viele willst hier, Detlef. Oh, jetzt muss ich mir aber eilen hier. So, Rest fülle ich gleich auf, ne? Spülen wir das Ganze auch einmal durch hier. Das machen wir grundsätzlich immer. Ja, okay, so. Dann haben wir das schon mal gestartet. Moment, geht gleich weiter. Hör auf, wir werden es noch machen. Ach, jetzt habe ich das Display nicht gedreht, lol. Wir werden es noch machen gleich, was ich da euch erzählen wollte in dem Sinne. Ne? So, Moment, hier wollte ich noch eben just ein paar Blättchen abschneiden. Hier, weil das ist mir doch ein bisschen zu viel gewurschtel hier. Wir müssen natürlich gucken, dass wir ausreichend Licht bekommen. Ne? Ups, jetzt hätte ich den fast wieder rausgezogen hier. Ja, da muss er ein bisschen aufpassen. Ne? Da muss er ein bisschen aufpassen. Da muss ich gleich ein bisschen Substrat noch nachfüllen. Oh, ich sag's dir, du. So, mal das noch weg hier. Das nehmen wir noch weg hier. Das lange Ding nehmen wir auch weg. Das nehmen wir auch weg. Das nehmen wir auch weg hier. So, den nehmen wir auch noch weg hier. So, okay. Rest lassen wir. Ja, meine Güte. Ich habe es nämlich eigentlich schon mal gemacht in dem Sinne, aber eher zufällig ist das passiert, dass dort die Mutter damals ganz viele Kindel ausgebildet hat, also ganz viele Babys. Du kannst natürlich ganz klar eine Pflanze einfach abschneiden, Kopfsteckling machen, dann treibst du wieder aus, dann lässt du halt kräftig wachsen und dann kannst du später wieder abschneiden und so weiter und so fort. Ne? So, okay, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt. Manchmal kommt es anders, als man denkt. So, also, wir kommen jetzt erstmal zur Vorbereitung. Wir brauchen das Stämmchen. Wir brauchen das Stämmchen. So, dann schneiden wir die Blätter erstmal weg hier, aber nicht bis ganz dran. Ne? Nicht, dass wir uns die kleinen Knospen mit wegschneiden. Die wollen wir ja behalten. Die brauchen wir nämlich für das ganze Projekt in dem Sinne. Also wie gesagt, du kannst hier den Kopf abschneiden, ne? Und dann kannst du den Bewurzeln einpflanzen. Und dann wächst das Stück hier unten wieder raus, dann kommen wieder welche und ne, wenn die groß genug sind, kannst du die wieder abnehmen und so weiter und so fort. Das ist auch eine easy coole Sache. Aber was viel cooler ist, was ich schon miterlebt habe, ist tatsächlich, wenn man so ein Stämmchen einpflanzt. Einpflanzt, ja. So, dann müssen wir mal gucken, wie viele Blätter ich noch abnehme hier. Pass mal auf, das nehmen wir noch weg, das nehmen wir auch noch weg. Das nehmen wir auch noch weg hier, so. So, und den Rest müssen wir gleich mal gucken. Jetzt nehmen wir ihn erstmal raus. Jetzt nehmen wir ihn erstmal raus hier. So, Wurzelwachstum sieht okay aus. Auch hier tatsächlich nur im oberen Bereich. Ne? Nur im oberen Bereich. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. So, okay. Das heißt, ein bisschen abfummeln hier. So, gucken wir, wunderschön das geht. So, das können wir auch abziehen ein bisschen hier. So, okay. Das dazu. Und jetzt, Moment,
Ich muss das Ganze ein bisschen dunkler stellen, weil weiß blendet immer, ne? So, das ist jetzt dieses Selbstbewässerungssystem, do it yourself. Eine richtig coole Sache, richtig genial. So, allerdings muss ich das jetzt erstmal hier drin machen, denn auch das werden wir natürlich dann durchspülen. So, okay, das heißt, da werden wir jetzt unsere Pflanze reinsetzen. Mal gucken, ob das jetzt so passt, wie ich mir das vorstelle. Warte mal, da ist der Wasserstandsanzeiger, dann drehen wir das mal andersrum. Drehen wir den mal so rum, so. Das klappt soweit schon mal ganz gut. Ich muss hier noch ein Blättchen abnehmen. Oder lasse ich den... Ah, ne, über den Rand wollte ich jetzt nicht. Nee, 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 komm. Mal die Blättchen hier weg, die so ein bisschen stören. So. Ja, siehst du wohl. So kann das gehen. Pass mal auf. Und dann werden wir das Ganze nämlich jetzt einfach zukippen. Einfach zukippen. Den ich so ein bisschen gedreht kriege. Ja, so, das ist wohl. So. Das eine Blatt stört doch noch. Das stört doch noch. Hier, pass mal auf. So, zack. Das auch noch. Zack. So, ich wollte ein kleines bisschen tiefer haben. Aber so möglich so, dass er gleichmäßig, aber ist mir auch egal. Komm. Muss ja nicht ganz gleichmäßig sein. Ne? So. Jetzt buddeln wir das nur so ein, dass es so gerade eben oben aufliegt, ne? So gerade eben. Dann müssen wir gucken, ob wir vielleicht ein Band drüber ziehen hier. Obwohl, nee, das brauchen wir gar nicht. Das ist okay. Das ist okay. Pass mal auf. Das ist so ganz okay. So, durchspülen. Auch hier bei 500 Mikrosiemens, ganz klar. Das machen wir grundsätzlich. So. Siehste wohl. So, bleibst du jetzt liegen? Jawohl, jetzt bleibt auch liegen. Wunderbar. Ja, so, und jetzt wird was passieren? Das werden wir im Laufe der Zeit sehen. Denn hier werden jetzt ganze viele kleine Babys rauswachsen und die wachsen dann nach oben. Ne? Und das sieht dann später mega cool aus. So, ja, das war's, würde ich sagen. Ging doch relativ einfach, ne? So, dann kommt er jetzt hier rein. Hat dann auch die entsprechende Selbstbewässerung. Bisschen Auffüllen noch. Und dann ist gut. Irgendwo hatte ich auch noch, da ist er doch, den Wasserstandsanzeiger. Das Teil ist schon cool, ne? Das ist richtig, richtig genial. Gut, sieht jetzt noch nichts aus, wird aber. Wird aber was Wunderbares werden, garantiert. So, siehst du wohl, dann haben wir es, glaube ich, für heute. Wo rennst du denn jetzt hier mit hin? Römisch. So, dann setze ich mich mal einen kleinen Moment noch. Also... Pilea peperomioides ist eine coole Sache als Pflanze im Haus, ne? Also auch hier als Stämmchen, eine richtig geniale Sache. Sie wachsen allerdings ganz anders als draußen, wie wir gesehen haben. Draußen bekommen sie viel größere Blätter und auch von innen wachsen die Babys kompakt, ganz, ganz langsam nach. Also ist schon eine sehr interessante Sache, aber wie gesagt, es wird jetzt zu kalt draußen, von da habe ich sie reingeholt. Dann sind wir doch da auf der sicheren Seite und mal gucken, wie wir das nächstes Jahr dann handhaben. Ich werde auf jeden Fall welche da draußen stellen, weil das sieht schon genial aus, wie die so wachsen. Ne? Und wir haben hier sogar bei uns 24 Grad. Scheint tatsächlich ein bisschen zu warm zu sein für die Pilea peperomioides. Aber wobei, je nachdem, was man für eine Wuchsform haben will, ist ja auch okay. Ne? Übrigens habe ich hier gerade nachgemessen, Schätzchen steht ja hier auf dem Tisch. Liegt bei ungefähr 400 Lux jetzt in der Höhe, wie er steht. Also da auch nicht ganz so viel Licht. Ich habe diese Lampe da so ganz unten unter der Decke geklatscht, um zu gucken, wie die Pflanzen sich dort auf dem Tisch entwickeln. Die wachsen tatsächlich auch nicht ganz so stark. Aber sie sind alle kräftig grün und von daher ist das ganz okay. Ne? So, so, was wollte ich noch gesagt haben? Hatte ich da schon gesagt? Nee, ne? Die Grünlilie, die hier hängt, kann man jetzt ein bisschen sehen, nee, ne? Die liegt bei ungefähr 150 Lux um den Dreh. Also auch nicht viel. Und die wächst wunderbar. Das Problem ist nämlich, wenn du ganz starkes Licht hast, da war nämlich jetzt ein Kommentar, das lag, glaube ich, bei 6000 Lux, die Pflanze. Und die wollte wohl nicht so richtig grün werden, sondern eher blass. Wenn eine Pflanze so viel Powerlicht bekommt, wir haben es ja auch vorhin auf dem Tisch gesehen, da hinten, als ich die Peperomia gezeigt habe, die Variegata-Form, die Raindrop. Wenn Pflanzen zu viel Licht bekommen, dann kriegen die Stress unheimlich. Ne? Und unter Umständen schlägt dann alles genau umgekehrt. Dann funktioniert das ganze System nicht. Das ist so. Zu viel Licht, zu starkes Licht, dann kann die Pflanze das alles gar nicht verbrauchen, aber wird trotzdem damit ständig bestrahlt.
dann ist das nicht so gut. Ne? Deswegen lieber weniger Licht und dementsprechend dann kannst du das Ganze gezielter angehen. Wenn du mal zu viel merkst, du hast zu wenig Licht, dann kannst du es ein bisschen erhöhen oder wie auch immer. Oder hängst die Lampe einfach ein bisschen tiefer oder umgekehrt, so wie jetzt. Ne? Wenn du halt viel Licht hast, hängst die Lampe einfach ein bisschen höher. Dann läuft das tatsächlich besser. Ja, ich habe es ja auch schon mal komplett hier durch den ganzen Raum gemessen und habe euch auch gezeigt, wie die Werte aussehen. Also das Pflanzen brauchen gar nicht so viel Licht, wie man denkt. Ne? Es sei denn, du willst jetzt Salat anbauen. Da sieht die ganze Geschichte anders aus. Aber das wollen wir ja nicht. Ne? Von daher, ja, Pi mal Daumen könnte ich es jetzt nicht sagen. Aber ich denke mal, die meisten kommen mit 500 bis 1000 Lux auf jeden Fall aus. Und manche auch mit noch weniger tatsächlich. Ne? So, gut. Jetzt bin ich aber alle. Weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. So, heute mache ich keine zwei Filme, weil ich bin irgendwie... die letzten Tage waren so anstrengend, aufregend. Von daher gibt es morgen keinen Ruhetag. Aber der Ruhetag, ehrlich gesagt, da freue ich mich auch gar nicht so sehr drauf. Ist ja eigentlich ein Arbeitstag, ne? Von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich heute nur einen mache. Dann kann ich morgen wieder ganz normal weitermachen. Und das, was sonst noch so zu tun ist, das mache ich dann halt irgendein andermal. Mensch, es läuft ja auch nichts weg hier, ne? So ist das. Ja, wenn ein Topf irgendwo steht und der steht da, ne? Ob du wegträgst oder nicht, auch egal. Ja, also, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. So, es sieht schon genial aus, ne? Gut, jetzt, wenn man das Bild so sieht und zeigt und sagt mal, guck mal, so wachsen meine Pilea peperomioides, ne? Wenn du sowas zeigst, ist natürlich ein Fake-Bild, ganz klarer Fall, ne? Aber ich meine, spaßeshalber könnte man das ja mal machen. Einfach mal auf Instagram so ein Bild posten und sagen, guck mal, wie schön meine Pileas wachsen, richtig schön kompakt und dicht, ne? Tja, wie sie vorher aussah, habt ihr ja gesehen, ne? Von daher. So, ganz kurz gezeigt, da oben hängt sie irgendwo da oben, da guck mal, da hängt die Grünlilie, ne? Bei 150 Lux. Richtig kräftig grün, also von daher, ne? Pflanzen brauchen gar nicht so viel Licht. Wichtig ist halt nur, dass sie Pflanzenlicht bekommen. Und wir haben ja auch bei uns im Dschungel hinten alles tatsächlich, die ganzen Lampen unter der Decke hängen. Da ist also auch kein mega starkes Licht, nur breit gestreut halt. Ne? Dann lieber mehrere Lampen, breit gestreut das ganze Licht und dann läuft das tatsächlich wesentlich besser, als wenn die Pflanzen zu starkes Licht bekommen. Dann sind die nämlich heftig gestresst. Dann weißt du auch gar nicht, wie du düngen sollst. Wenn Pflanzen so viel Licht bekommen, brauchen die natürlicherweise, ganz klarer Fall, wesentlich mehr Nährstoffe. Und dann ist da auch wieder noch, da muss man drauf, ja, gucken wieder, wie das dann mit dem aussieht, wie die Pflanze darauf reagiert, was sie abgibt ans Wasser wieder, inwieweit sich der pH-Wert dann verändert und hast du nicht gesehen. Ne? Also zu viel Licht ist gar nicht gut. Das siehst du übrigens auch draußen. Ne? Also diesen Sommer sah man das insbesondere, weil wir hatten ja jetzt nicht so viele Sonnentage. Ne? Also die Pflanzen sind dieses Jahr wesentlich besser gewachsen draußen, auch die Bäume, als die Jahre, wo richtig Sonne war. Das ist tatsächlich so gegeben. Also zu viel Licht ständig auf die Blätter, die werden ja auch heiß dann mit der Zeit, ne? Dann ist gar nicht so gut. So, jetzt aber genug gesammelt. Okay.